Hallo zusammen, schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich finde, man sollte sich ja immer mal wieder weiterentwickeln und neue Dinge probieren und da passt es ganz gut, dass ich vor ein paar Wochen ein neues Parfum gekauft habe. Ich habe zwar auf diesem Kanal schon mal eine Rezension zu verschiedenen Parfums, die ich momentan hier habe, gemacht, aber ja, ich denke mir, vielleicht werde ich in Zukunft auch ein bisschen mehr in die Thematik einsteigen und ein paar verschiedene Düfte testen. Und deshalb gibt es heute zum ersten Mal so eine richtige Parfumrezension hier auf diesem Kanal. Und zwar von dem Parfum Tom Ford Oudwood. Das ist ein Parfum, was relativ teuer ist oder was, glaube ich, so am oberen Ende des Spektrums liegt von dem Preis her. Denn ich habe für die 30 Milliliter von diesem Duft ganze 90 Euro bezahlt oder 95 Euro oder so. Ist auf jeden Fall teuer gewesen, aber ich wollte unbedingt mal ein Parfum aus dieser Preiskategorie testen, weil ich bis jetzt nur in dem Niedrig- bis Mittelpreissegment unterwegs war und ich von diesem Parfum schon super viele gute Dinge gehört habe und deshalb habe ich mir das eben jetzt gekauft. Ja, und jetzt gibt es eben eine Rezension dazu und ich werde versuchen, so gut es geht, das Ganze zu beschreiben, wie dieser Duft riecht, weil ich den nämlich sehr schön, aber auch sehr überraschend finde, denn ich hatte persönlich vor dem Test einige Assoziationen mit Oudwood, aber letzten Endes war das hier dann doch ein komplett anderer Duft, als ich mir das so vorgestellt habe und genau, das hat mich so ein bisschen von meiner schwachen Seite erwischt, aber unterm Strich habe ich ihn nach dem ersten Tag der Anwendung geliebt und es gibt einige Dinge, die ich hierzu sagen kann, vor allen Dingen auch was den Vergleich jetzt mit preiswerteren Parfums angeht, die ich bis jetzt so benutzt habe. Ich habe jetzt den Karton zwar nicht aufbewahrt von dem Duft, aber wie das Ganze verpackt und aufgemacht ist, ist schon mega, mega hochwertig. Allein schon der Flakon in diesem dunklen, durchsichtigen Glas mit dem Verschluss, wo oben nochmal in Metall das Tom Ford Logo eingelagert ist, das ist auf jeden Fall eine wahre Augenweide und auch die größeren Mengen von diesen Düften sehen einfach mega geil aus, wenn sie im Bad beispielsweise rumstehen oder im Regal oder wo auch immer du deine Parfums aufbewahrst. Das Ganze macht auf jeden Fall, finde ich persönlich, einen sehr hochwertigen Eindruck und dazu kommt dann natürlich noch der Duft an sich, der, finde ich persönlich, echt sehr lange hält. Also so maximale Dauer, bis der ganze Spaß vorbei ist, ist, würde ich sagen, so 5 bis 6 Stunden, vielleicht 7, je nachdem, wo du das Parfum aufsprühst und wie viel du benutzt. Aber das ist halt eben was mir sehr stark aufgefallen ist, dass der echt relativ lange gehalten hat, verglichen mit dem, was ich vorher so probiert habe. Was ich außerdem sehr beeindruckend fand, ist, dass dieser Duft eine wahre Entwicklung vollzieht in diesen 5, 6, 7 Stunden, die du ihn trägst. Also der beginnt mit einer sehr würzigen und fast schon aggressiven Note, was genau das ist, was mich eben von einer kalten Seite erwischt hat, weil ich damit gar nicht gerechnet hatte und ich damit gerechnet habe, dass eben sofort dieser weihrauchige Oudgeruch da durchkommt. Aber es geht eben los mit einer sehr würzigen Geschichte, die von offizieller Seite aus mit Kardamom, Pfeffer und Palisanderholz beschrieben wird. Ich finde, das passt sehr gut. Ich kann ja mal gucken, dass ich das hier auch mal rieche. Ja, also es ist wirklich eine sehr würzige und herbe Note, die dich da direkt empfängt. Und dann so nach 1 bis 1,5 Stunden entwickelt sich das Ganze in eine wirklich holzige Note, also wo dann der Oudgeruch durchkommt und wo auch sehr, 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 sehr viel Sandelholz durchkommt. Und dann so nach 3, 4 Stunden, würde ich behaupten, kommt die Basisnote zum Vorschein, was dann nochmal eine sehr weiche, warme Note ist, die dem Ganzen einen sehr schönen Abklang gibt. Für mich persönlich ist die Basisnote von dem Parfum, also der Schluss, wenn man so möchte, eine sehr karamellige und vanillige Geschichte. Sehr, sehr, sehr viel Wärme und auf jeden Fall ein angenehmer Abschluss und nichts, was jetzt so übertrieben krass dann irgendwie nochmal kickt. Ich würde auch deshalb behaupten, dass sich dieses Parfum hier wahrscheinlich eher so für die Abendstunden eignet. Einfach aus dem Grund, dass es am Anfang doch eine sehr deutliche Sillage, glaube ich, hinterlässt. Also der Duft, den man dann halt im Raum hinterlässt, wenn man aus dem Raum rausgeht und das Parfum getragen hat. Auch wenn ich das gerne im Alltag trage und ich einfach, weil ich den Duft halt so übertrieben geil finde. Aber wenn ich es jetzt empfehlen würde, würde ich sagen, dass das doch eher etwas für die Abendstunden ist. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, den Duft hier nicht blind zu bestellen, sondern ihn im Laden dann auch mal anzutesten. Ich persönlich
habe lange suchen müssen, bis ich einen Laden gefunden habe, der das hier tatsächlich da hatte. Denn auch wenn der bei Douglas und Parfümerie Becker und so gelistet ist, ist der nicht überall verfügbar. Und ich musste tatsächlich in die Niederlanden fahren oder war zufällig in den Niederlanden, habe das dann da in einem großen Kaufhaus gesehen, zusammen mit allen anderen Tom Ford Düften. Die hatten die irgendwie alle da. Und da konnte ich das Ganze dann, wie gesagt, ausgiebig testen. Und das finde ich persönlich bei so einer Preisklasse auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil die Chance halt gegeben ist, dass dir der Duft gar nicht gefällt. Im Gesamten solltest du natürlich erstmal dazu bereit sein, so viel Geld für ein Parfum auf den Tisch zu legen, aber wenn du dazu bereit bist, bekommst du hiermit einen einzigartigen und erstklassig verarbeiteten, hochwertigen, langanhaltenden Duft mit recht vielen Facetten. Das ist soweit meine Meinung zu dem Tom Ford Oudwood Eau de Parfum. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen. Ich werde dann versuchen, so gut es geht, darauf einzugehen. Und ansonsten verlinke ich euch natürlich alle Produkte, über die ich gesprochen habe, in der Infobox. Ansonsten, wenn du mich noch nicht kennst, abonniere gerne diesen Kanal und wenn du diesen Kanal abonniert hast, mach gerne die Notifications an, um darüber informiert zu werden, wenn ich neue Videos hochlade. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mir auch gerne ein Like da lassen. Das würde mich nämlich sehr freuen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, dein Kai.